Hallo da draußen, mein Name ist Kergo und wir sind mal wieder unterwegs in The Long Dark. Ein paar Minuten fehlen euch jetzt. Ich hatte gerade schon angespielt, mich hier umgeguckt und so weiter und so fort. Wie wir sehen, sehen wir nicht viel. Es ist noch duster und zwar noch ungefähr 2 Stunden. Als ich angefangen habe, stand da noch ungefähr 4 Stunden. Das heißt, wir haben nicht allzu viel verpasst. Das Einzige, was passiert ist, ich habe das Haus verlassen, habe den Wolf gehört, umgedreht und bin wieder reingegangen. Aufnahme läuft dieses Mal aber, ne? Ja, alles klar. Ja, damit seid ihr auf dem aktuellen Stand. Ob der Wolf weitergezogen ist, weiß ich nicht. Ich kann es nur hoffen. Hier drin sehe ich auf jeden Fall nichts. Wir sind noch zu ausgeruht zum Schlafen, sonst würde ich die Nacht gerade weiter überspringen, aber das geht nicht. Da kommt er angelaufen. Wir müssen weg. Ja, es kann doch nicht sein, dass wir uns hier mit den Wölfen kloppen müssen, ohne Bewaffnung zu haben. Oder kann man irgendwie Waffen nischt. Kann man eventuell irgendwie Notizen, Tagebuch. Kann man irgendwie eine Waffe bauen? Geht sowas? Herstellen? Huch. Herstellen, Zunderbündel, Fackel. Seit Jahrtausenden benutzt wird, um die Dunkelheit zu vertreiben. Hält vielleicht sogar Wölfe fern. Da steht vielleicht. Was brauchen wir denn dafür? Lampenöl und Altholz. Ja, super. Das sind Sachen, die wir nicht dabei haben. Vielleicht mit ein bisschen Glück haben wir hier Sachen eingelagert. Ich habe nämlich gesehen, in der Bude hier, ich meine, das müsste diese Bude hier sein, da hatten wir Sachen eingelagert. Nee, das ist die falsche Bude. Genau, ich war schon zu einer anderen Hütte gelaufen. Während die Aufnahme nicht lief. Das heißt, wir müssten erstmal rüberrennen zur anderen Hütte. Um dort zu gucken, ob da die Materialien sind, die wir für eine Fackel brauchen. Um dann den Wolf zu vertreiben, den wir so ohnehin schon über den Weg laufen. Das Ding ist aber, wir können halt auch nicht ewig hier bleiben, ne? Das ist das Problem. Irgendwann müssen wir mal raus und irgendwann müssen wir auch mal Waffen finden. Ich würde sagen, ich probiere mal zur anderen Hütte zu laufen. Komm, wünscht mir Glück, Leute, wünscht mir Glück. Wenn nicht, wäre das eine relativ kurze erste Runde. Jetzt haben wir ein bisschen was haben wir ja schon rausgefunden. Ich höre den Wolf nicht mehr, der ist weitergezogen. Das da drüben müsste die Bude sein. Schauen wir uns hier mal um, ganz vorsichtig. Den Wolf höre ich noch nicht. Und das hier müsste die Hütte sein. So. Dann schauen wir mal. Wir sehen immer noch nichts. Ich weiß. Ich werde versuchen, das zu ändern. Warte mal, ich bin jetzt schon wieder ein bisschen auf den Beinen. Ich habe die Orientierung verloren. Wo muss ich hin? Hier muss ich hin. Nee, hier muss ich nicht hin. Wo muss ich hin? Hier ist die Treppe. Genau, wir sind wieder ein bisschen auf den Beinen. Vielleicht können wir die letzte Stunde Dunkelheit gerade noch überspringen, dass wir hier endlich mal wieder ein bisschen was sehen. Denn so wie es im Moment ist, ist das echt kein Zustand. So, Bett, eine Stunde schlafen. Weniger als eine Stunde Dunkelheit übrig steht da oben links. Das ist gut. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass der ein oder andere wohl die Texte nicht lesen kann, dass die wohl zu klein sind. In dem Fall tut es mir leid. Ich werde jetzt nicht immer alles vorlesen, aber ich kann ja gerne mal so ein bisschen darauf eingehen, was wo steht. Und vielleicht auch mal das Gewicht vorlesen oder sowas, was unser Inventar angeht. Solche Sachen halt. Da könnte ich euch ja gerne so ein bisschen entgegenkommen. Daran soll es ja gar nicht scheitern. So, und hier in der Hütte hatten wir jetzt ein paar Sachen eingelagert. Wie zum Beispiel Kaffee, Magnesium, Laternen ja, Lampenöl eher nicht so. Das ist doof. Warum klicke ich eigentlich drauf, wenn leer dran steht? Hier steht durchsucht dran, da ist noch ein bisschen Futter. Ja. Wenn wir hier nicht das Material für eine Fackel haben, dann haben wir es drüben in der anderen Bude. Ich denke sowieso, das Sinnvollste wird es sein, wenn wir alle Materialien, alle Sachen, die wir finden, nehmen, oben einlagern und versuchen uns da oben so eine Art, ja, mehr oder weniger unser Hauptlager einzurichten, wo wir einfach alles haben. Wisst ihr, was ich meine? Würde bedeuten, dass ich jetzt das ganze Zeug, was hier ist, schnappe, mit nach oben nehme und dort einlagern. Ich denke, das macht Sinn. Ja, alle umlagern. Das passt schon.
I'm not sure I can carry much more. Ja, dann bin ich aber für dich mit sicher. Die 8 Kilo kriegen wir gerade noch hin, Digga. So, und hier der Kühlschrank. Ah, ne, der war leer, okay. Hier ist auch leer. Gut, dann haben wir ansonsten vermutlich alles. Dann packen wir es mal, laufen da hoch. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht in eine Wolf-Attacke laufen. So überladen werden wir nicht abhauen können. Warum kann man da unten eigentlich nicht rein? Also, war beides Bank hier. Okay, ich dachte schon. Gut, Leute. Drückt mir die Daumen. Ein bisschen Schiss habe ich ja schon. Es schneit immer noch. Ich würde sogar sagen, es stürmt immer noch ein klein wenig vor sich hin. Und das da drüben müsste die Insel sein, von der wir kommen und zu der wir wollen. Kalorienmäßig 1400 ist jetzt nicht die Welt. Da werde ich jetzt auch mal nicht laufen. So leid es mir tut, aber das Spiel hier ist nun mal kein sonderlich rasantes Spiel. Allzu viel Action ist hier nicht zu erwarten. Außer wir würden wirklich mal von einem Viech angegriffen. Aber gerade das würde ich mir wünschen, dass es nicht eintritt. Immerhin sind wir aktuell nicht unterkühlt, sondern nur, also in Anführungsstrichen, nur überladen. Das bedeutet, wir fressen die Kalorien ganz schön auf, ohne viel Fahrt zu machen. Aber dafür können wir gleich schön viel Zeug einlagern. Nochmal rauslaufen, die andere Bude leer gedönsen. Dann ein ganzes Stück nix und dann sehen wir weiter. Ich müsste sowieso mal lernen, wie man Fallen stellt, wie man hier für Nahrung sorgt und solche Sachen. Dass wir wirklich möglichst lange überleben. Ich habe Erfolge gesehen, die gibt es für 30, 40, 50 Tage. Ich habe keine Ahnung, wie man das bewerkstelligen soll. Mal die Ressourcen sich auch nicht vermehren, ne? Weit weg ist es weg. Gut, bei den Tieren könnte ich mir vorstellen, dass die nachspawnen, dass man vielleicht immer mal wieder Karnickel bekommt. Oder immer wieder Rotwild jagen kann. Aber wenn ich zum Beispiel an Fackeln denke, da brauchen wir immer wieder Stoff für. Und den Stoff würde ich nur ungern für allzu viele Fackeln verwenden. Denn den brauchen wir nun mal auch für unsere Kleidung, dass wir die in Stand halten. Dass wir nicht am Ende doch noch alles, ansonsten alles haben, aber dann an Kälte eingehen. Das würde ich auch gerne vermeiden. Hier war irgendwo der Bär gewesen. Ich denke mal, der wird auf das Wetter wahrscheinlich auch keinen Bock haben, oder? Da oben läuft ein Wolf. Da läuft tatsächlich ein Wolf, und zwar in unsere Richtung. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, der hat uns noch nicht. Hier unten dürften wir außerhalb seines Sichtfeldes sein. Schauen wir mal, jetzt müssen wir hier gegen den Wind anlaufen, na großartig. Aber gut, wenn es zum Überleben hilft, dann will ich mich da gar nicht vor verschließen. Dann laufen wir unsere Bude halt aus einer anderen Richtung, aus einem anderen Winkel an. Kommt auf jeden Fall rein. Aber diese Wolfsattacken. Wir müssten, meine ich, noch Lampenöl haben. Wenn wir mit so einer Fackel wirklich den Wolf vertrieben kriegen, dann wäre das ja schon mal etwas. Ob wir da hinten hochkommen, weiß ich gar nicht. Ich probiere es mal hier. Wenn der Wolf da ist, haben wir ein Problem. Aber wenn er da ist und wir gehen hier nicht hoch, dann haben wir so oder so auch ein Problem. Ich wollte gerade springen. Na, da kommen wir gar nicht rauf. Ist ja großartig. Okay, dann hat sich ja schon mal erledigt. Wir haben schon mal einige Kalorien jetzt, verschwendet für nichts und wieder nichts. Ist ja großartig. Dieses Mistvieh, dieses Schäbige, das gibt's doch nicht. So überladen wie ich bin, will ich jetzt aber auch nicht durch die ganze Weltgeschichte laufen. Verbrannten wir Kalorien ohne Ende für nichts und wieder nichts. Errungenschaft freigeschaltet, doppelt gemoppelt. Wofür gibt's die denn? Was ist denn da los? Ja, Digga, ich würde es mir auch anders wünschen, ganz ehrlich. Wir kommen hier auch sonst partout nicht rauf, oder? Dieser mistige Mistwolf. Da hinten hoppelt ein Karnickel, wenn ich das so richtig sehe. Da hinten ist auch noch eine Fischerhütte. Dann könnte man in die Richtung vielleicht nochmal ausschwärmen. Wenn da noch Sachen sind, die wir noch nicht geplündert haben.
Aber dieser verdammte Wolf. Hungrig, durstig, taub vor Kälte. Der Umweg kostet uns gerade richtig Ressourcen, aber richtig Ressourcen. Nicht zuletzt natürlich auch, weil wir überladen sind. Ich bin es ein Stück weit selbst schuld, das weiß ich selber. Aber verdammt, wer geht denn noch davon aus, dass der Wolf ausgerechnet darum schlawenzelt? Das muss doch nicht sein. Jo. Es frustelt uns. Und zwar ganz gewaltig. Wird echt Zeit, dass wir hier reinkommen. Wolf sehe ich nicht, Wolf höre ich nicht, Horst des Menschenfeinds. Du kommst weg. Ah, ich glaube, der Wolf ist weitergelaufen. Okay. Dann laden wir jetzt ab und sehen dann zu, dass wir in die andere Richtung kommen. Da steht schon die 100. Oh, 99% schon nur noch. Wurde echt Zeit, dass wir hier reinkommen. Liebe Güte, du. Jetzt weiß ich wieder, was uns hier drin fehlt. Ein Ofen. Da war doch was. Aber schlafen bringt ja auch Wärme, gell? Aber kann es sein, dass ich die Bude hier extra leer gemacht hatte, um das Zeug mitzunehmen? Och Gott, Kerke, du bist so eine hohle Nuss. Och Gott, verzeiht mir, Leute. Wie doof. Wie unendlich doof. Ja, gut, was machen wir dann jetzt? Erstmal essen und trinken, würde ich sagen. Wieder beikommen. Aber wenn das Lampenöl nicht hier ist, wo ist es dann? Wir hatten doch. Oder habe ich das alles in die Lampen reingepackt? Brötchen, jetzt genau, Nahrung. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Dose Kaffee. Frische Kondensmilch. Ja, die bringt auf jeden Fall schon mal ordentliche Kalorien. Dann hauen wir uns die mal rein. Mit dem Messer öffnen, das geht schon klar. Lass uns das Beil auf jeden Fall noch erhalten für den Moment. So, Dose ist offen. Jetzt kriegen wir hier schön viele Kalorien und ein bisschen was zu trinken. Das ist soweit sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch was gegen die Kälte tun. Gehen wir nämlich gleich da raus und erfrieren knallhart. Aber richtig knallhart. Jo, Toilettenwasser hat sich ja auch nicht mehr angesammelt. Ich denke mal, der Zug ist abgefahren. Schade. Hauen wir uns noch gerade eine Stunde hin. Etwa 12 Stunden Tageslicht übrig. Ja, wisst ihr was? Planänderung. Wenn das hier mit den Wölfen gerade wirklich immer schlimmer wird, dann nehmen wir jetzt unser Zeug so, wie es ist. Alles, auch wenn es übertrieben ist. Und laufen damit in die Richtung, die wir eben gesehen haben. An dem einen Fischerhütchen vorbei. Guck mal, ob wir vielleicht noch irgendwo eine andere Bleibe finden. Die wir dann auch entsprechend plündern können. Wetter ist auch auf unserer Seite. Das ist sehr schön. Also das heißt auf unserer Seite. Es windet wenigstens nicht so sehr. Das ist ja schon mal etwas. Wölfe sehe ich auch nicht. Oh, da unten laufen zwei leckere Braten rum. Und ich weiß nicht, wie ich drankomme. Also was das angeht, wenn ihr da vielleicht noch Tipps und Hinweise habt, wie wir an Butter kommen, beziehungsweise auch wie wir an Waffen kommen. Eine Schusswaffe im Inventar, ja, ja. Ich würde gerne eine herstellen, das ist es ja. Wenigstens eine Zwille, um so einen Kanickel zu erwischen. Im Moment brauchen wir es zwar noch nicht unbedingt, aber was nicht ist, wird ja sicherlich noch werden, ne? Das ist halt einfach das Ding. Und so eine Fischerhütte. Die holen wir uns jetzt mal. Komm, ich laufe mal ein paar Meter. Huch. Entschuldigung, wollte ich nicht. So, das hier wollte ich, während ich laufe. Ich wollte mir nicht mal gerade anschauen, wie denn die Dings, die Kalorien dabei laufen. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Ofen, einen Schrank. Ach, wie cool. Ach, wie cool. Ach, wie cool. Jetzt haben wir zwei Patronen, aber keine Knarre dafür. Geschmackloses Trockenfleisch. Ja, geschmacklos sind meine Let's Plays auch, das passt ja. Sollen wir mal angeln eine Runde? Einfach versuchsweise? Obwohl, nee. Wetter spielt gerade mit, das beste Reisewetter. Das sollten wir auch so nutzen, denke ich. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Na, hier sind wir am Wasser. Kann man da rein?
Was? Hallo? Hilfe? Damn. I'm freezing. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was war das denn? Leute? Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hey, wusste ich nicht, dass sowas passiert. Ach du Scheiße. Boah, die Eisbrüder reingeplatscht. Da wird mir schon vom Gedanken kalt. Ohne Witz, Mann. Meine Heizung läuft hier in der Bude, aber in der Atmosphäre wird mir wirklich kalt beim Gedanken daran. Komm hier mit Brandbeschleuniger. Wir müssen gerade unbedingt mal Feuer machen. Echt jetzt? Mit Brandbeschleuniger und allem drum und dran, das ist sofort gescheitert. Echt jetzt? Komm, hau raus jetzt hier. Feuer, danke dir. Ledernholz, das wiegt viel und brennt lange. Hauen wir rein, so. Gut, 1 Stunde 27 Minuten, dann würde ich sagen, angeln wir mal noch ein Stündchen. Mit dem Jagdmesser das Eis brechen, wenn wir schon mal hier sind. Oh, was passiert mit der Müdigkeit, während wir das hier gerade... Wie lange hat das jetzt gedauert, bitteschön? Das hat verdammt lange gedauert. Okay, nochmal nachfüllen. Kommt, Leute, was soll's. Wir haben einen Fisch gefangen. Ach Mensch, sehr nice. Und wir sind komplett erschöpft, das war's. Wir müssen uns unbedingt hinhauen. Wie lange brennt er hier noch? Er brennt noch eine Viertelstunde. Können wir in der Zeit noch irgendwas... Tut das denn Not, Wetter? Echt jetzt? Wir haben doch die Möglichkeit, uns hier hinzuhauen, oder? Lageraktion. Schlafsack. Schneehütte, Köder ablegen. Feuer machen könnten wir auch. Ich würde sagen, wir legen mal den Schlafsack hier irgendwo aus. So, den können wir hoffentlich wieder mitnehmen hinterher. Dann lege ich noch ein bisschen Feuer nach. Stöcke, wir haben so viele Stöcke, komm. Zufügen, zufügen. So, und jetzt machen wir uns hier nochmal für 2 Stunden hin, dass wir wieder beikommen. Halt, bevor ich das mache, nicht, dass wir im Schlaf verdursten. Was passiert denn nun mal in dem Spiel hier? Ein kleiner Salzwasserfisch, kann man den so essen? Ich riskiere es mal lieber nicht. Komm, wir hauen uns die Kondensmilch rein. Ihr bringt für eine Messernutzung sowohl Nahrung als auch, sag schnell, als auch, hier Dings, Getränk. Dann saufen wir noch ein bisschen gutes Toilettenwasser. So. Alles klar. Ofen brennt noch 1,40. Dann hau ich mal doch noch 2 Stöcke rein. Und dann legen wir uns 2 Stunden hin. So, los geht's. Boah, wie doof. Wie doof. Aber ich wusste echt nicht, dass das geht, so leid es mir tut. Da wäre vielleicht eine Alpha-Wand, dass wir nicht weiterlaufen können. Okay, mitnehmen können wir ihn also nicht mehr, oder was? Das ist doof. Lageraktion. Jetzt haben wir wirklich keinen Schlafsack mehr. Oh Gott. Oh. Kann ich ihn neu platzieren? Aber ich kann ihn nicht mitnehmen? E, R, F. Also F ist unser Gesundheitszustand, unser First Aid, Erste Hilfe. Okay, großartig. Also ich kann den zwar mit mir rumschleppen, aber ich kann ihn nicht mehr mit mir rumschleppen. Was soll das denn bitte? Das ist natürlich mega ungeil. Da muss ich ihn jetzt so mitnehmen, oder was? Das ist ja doof. Das ist ja richtig doof jetzt. So, dann schauen wir mal, was da oben auf dem Buckel ist, falls da überhaupt was ist. Und dann sehen wir weiter. Nehmen wir hier den Schlafsack mit uns rum, wie blöde. Aber ich kann ihn hier nirgendwo hinsetzen, warum? Wenn ich jetzt loslasse, ist er wieder da hinten. Wäre auch blöd. Wie geht's uns? Ausgelaugt. Hä? Der Schlafsack weg, nein. Nein, wie doof. Da hinten müssten irgendwo Hütten gewesen sein. Wir müssen schlafen, Leute. Wir müssen schlafen.
Ist richtig scheiße, dass wir es tagsüber müssen, aber... Gott, wir rechnen auch damit, hier im Eis einzubrechen, jetzt mal ehrlich. Haben wir nicht irgendwas dabei, um uns zu pushen? Wir haben Kaffee. Können wir nicht Kaffeebohnen kauen? Warum können wir keine Kaffeebohnen kauen? Geht in der Realität auch. Und glaubt mir, Leute, das bringt was. Faktloser Müsli-Riegel bringt alles nur Kilokalorien, aber keine Müdigkeit. Nee, komm, wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Oder zurück tatsächlich. Bevor wir umkommen vor Müdigkeit, müssen wir zusehen, dass wir zurückkommen. Wir können mal schauen, ob da hinten vielleicht irgendwo eine Hütte ist. Ich meine, da müsste irgendwo irgendwas sein. Wir brauchen ja nur ein Schlafplätzchen und am besten noch einen Ofen dabei. Dann sind wir ja schon da. Dann haben wir es ja schon. Und sowas gibt es sicherlich nicht nur da hinten. Auch wenn wir da mit dem Wind laufen würden, was gar nicht mal verkehrt wäre. Ach, Jod, was sollen wir machen? Da hinten rennt Rotwild. Da hinten rennt ein Wolf. Rotwild wäre Nahrung für Wochen vermutlich. Alter, da hinten ist ein ganz Wolfsrudel. Den müssen wir auf jeden Fall umgehen. Verdammt. Das Ding ist klar, man hätte jetzt auch sagen können, wir bleiben hinten in der Hütte. Aber da sitzt man auf unseren Vorräten und wenn die weg sind, sind sie weg. Wisst ihr, wie ich meine? Ich denke, wir sollten schon reisen, solange wir noch können. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Überlebensstrategie ist, aber ich halte es irgendwie für sinnvoll. Ich weiß auch nicht. Rotwild läuft davon. Dafür bräuchte man eigentlich auch noch einen Bogen. Oder eine Flinte. Obwohl ich die Flinte, glaube ich, eher gegen Wölfe nutzen würde. Nur zur Sicherheit. Na, du, was geht? Lass dich mal nicht von den Wölfen beißen. Mal drüber laufen, soweit so schön. Auch wenn wir knicken jetzt nicht um oder so ein Blödsinn. Immerhin, wir sind zwar erschöpft, aber abgesehen davon geht unser Zustand klar und die 86% haben sich jetzt auch nicht mehr weiter nach unten bewegt. Insofern alles einigermaßen gut an dieser Stelle. Boah, was ein Wetter. Nein, scheiße, wir können nicht laufen, wir können nicht laufen. Fuck. Okay, verteidigen, verteidigen. Ich muss die Taste drücken. Ich muss die Taste hämmern. Komm schon, hau raus, hau raus, hau raus. Ach, das Viech da weg. Komm, weg. Haben wir den erlegt? Kleidung zerrissen, Platzwunde. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Immerhin läuft der Wolf davon. Okay, First Aid. Was haben wir und was können wir machen? Wir haben... Unterkühlung können wir nicht viel machen, aber wir können auf jeden Fall unsere Wunden behandeln. Das ist schon mal gut. Gut, dass wir da was dabei haben. Boah, ach du Scheiße. Na gut, Leute, wir sind hier und der Wolf ist vertrieben. Ich würde sagen, ich riskiere es mal, wenn wir schon mal hier sind. Ein halbes Kilo Fleisch kriegen wir. Wir kriegen Haut und wir kriegen Darm. Wie lange brauchen wir dafür? 1,5 Stunden. Das Ganze können wir machen mit einem Messer oder mit einem Beil. Machen wir es mal mit einem Messer. Oh, mit dem Messer geht das sogar schneller als mit dem Beil. Das ist wohl besser geeignet. Gut, Leute. Wir haben soeben Nahrung gefunden. Fingers crossed, dass hier kein Wolf kommt. So, top. Okay. 68%. Das ist richtig scheiße. Aber wir haben eine Wolfsattacke überlebt. Wir brauchen unbedingt eine Bleibe, Leute. Wir brauchen unbedingt eine Bleibe. Mein Gott, ich hätte gedacht, hier müssten irgendwo Hütten sein. 4 Stunden Tageslicht. Okay, hier ist ein bisschen was. Wenn hier irgendwo ein Bett und oder ein Ofen drin sind, dann haben wir schon einigermaßen gewonnen. Komm, hier, die Stücke nehme ich mal gerade mit. Was in der Art werden wir auf jeden Fall gebrauchen können. Zweig. Ja, auseinandernehmen ist okay. Knick, Knack, Knurpsel. Hat gut geschmeckt. Weiter geht's. Hier waren wir, glaube ich, am Anfang irgendwann schon mal. Kann das sein? Dementsprechend könnte hier alles geplündert sein, aber wenn wir hier nur irgendwie unterkommen. Na, das sieht alles ziemlich geplündert aus hier. Plastikbehälter leer, ja, hier waren wir vermutlich schon.
Hinten ist ein Schlafsack. Nehme ich den auf jeden Fall mal nicht mit. Unser Schlafsack ist weg, aber diese Schlafsäcke hier kann ich nicht mitnehmen. Das ist schade. Na gut, nehme ich auf jeden Fall ein bisschen Stoff mit. Stoff werden wir gut gebrauchen können, um unsere Klamotten zusammen zu flicken. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal rüber in die andere Hütte, mal gucken, ob da ein Ofen ist. Müsste ich eigentlich den Titel groß schreiben. Wolfsattacke. Wolf groß geschrieben oder irgendwie sowas in der Art. Och nö, hier kommen wir nicht rein. Das ist doch Mobbing. Da ist noch eine Hütte. Ich glaube wirklich, dass wir hier schon waren. Hallo, ich komme hier nicht rum. Dann halt außen rum. So. Fußspuren sind ganz cool. Die Wolfsattacke. Groß geschrieben, dann nehme ich den Wolf ins Thumbnail. Mache noch einen roten Kreis um die Wolfsschnauze und einen Pfeil drauf. Auf den Wolf oder aufs Messer. Eins von beiden. Jetzt mal ohne Spaß, Leute. Wetten, das würde die meistgeklickte Folge bei mir. Würde mit Sicherheit die meistgeklickte The Long Dark Folge. Eigentlich müsste ich das echt mal ausnutzen, oder? So, noch ein bisschen Essen gefunden. Wir hätten zwar eigentlich schon geplündert, aber nicht alles. Irgendjemand von euch hat mich auch mal darauf hingewiesen, dass ich das eine oder andere übersehen hätte. Ich hätte noch gedacht, ja, ist zwar ganz interessant, aber wir kommen hier wahrscheinlich eh nie wieder hin. Ja, und jetzt sind wir doch da. So, Wasser aufnehmen. Wasser können wir immer gebrauchen. Und es hat irgendjemand geschrieben, dass ich ein Medizinregal übersehen hatte. Genau, dann nehmen wir das auf jeden Fall noch mit. Sehr gut, sehr gut. Gut, soweit so schön. Ein bisschen Licht haben wir noch. Dann würde ich sagen, sehe ich zu, dass ich das mal gerade noch nutze. Das war zusehen. Bartflechtenverband, Fackel. Ach nö, für Fackel brauchen wir jetzt Altholz. Och Gott. Hier kriegen wir Altholz her. Dafür brauchen wir das Beil und 2 Stunden. Haben wir irgendwas Kleineres? Wo wir nicht ganz so sehr übertreiben müssen, gleich hier der Stuhl. 3x Altholz. Komm, den können wir auseinandernehmen. Und dann können wir schon mal eine Fackel bauen. Das immerhin. So. Etwa 2 Stunden Tageslicht übrig. Herstellen Fackel. Kalorien sinken. Durst haben wir auch. Kleidung. Genau, irgendetwas hat es uns komplett zerstört. Können wir jetzt hier ersetzen. Hier haben wir sonst nichts zur Auswahl. Hier auch nicht. Die Handschuhe hat es anscheinend zerstört. Hier sind besser. Dann ziehen wir die mal gerade noch an. Und mützentechnisch haben wir auch nur noch... Ach so, okay. Da haben wir tatsächlich 2 Mützen zur Verfügung noch. Gut. Obwohl die hier... Die ist hinüber. Die können wir nicht mehr reparieren? Was einmal ganz kaputt ist, bleibt ganz kaputt? Ach, krass. Na gut, dann zerlegen wir die halt. Dann ist es halt so, ne? Das ist ja doof. Gut, okay. Wo ist es auch platt und nass? Na gut, die können wir wenigstens noch reparieren. Alles klar. Dann machen wir das mal gerade. Nähzeug haben wir auch mehr als genug. Und Stoff. Stoff finden wir hier so einiges. Hat nicht funktioniert, oder? Gescheitert, ja. Ach Gott. Jo, das haben wir. Das heißt, die getragen. Geht aber einigermaßen. 70, 70, 100%. Den Schuhen geht es nicht mehr gut. Die sollten wir auf jeden Fall in Schuss halten. Getrocknetes Leder auswählen, Hauste. Es wird dunkler und dunkler gerade. Ich merke das schon. So. Aber wir haben es geschafft. Den Schuhen geht's. Nee, haben wir nicht, oder? Ah doch, 58. Den Schuhen geht's jetzt besser, glaube ich. Gut, wie viel Tageslicht haben wir noch? Weniger als 1 Stunde. Dann sollten wir auf jeden Fall noch irgendwas reparieren. Was haben wir denn hier noch? 70, 0, 81. In anderen Sachen geht es ganz gut. Den Schuhen geht es eigentlich am schlechtesten. Dann probiere ich mal gerade nochmal die noch weiter zu reparieren. Natürlich hat es nicht funktioniert. Klar, was auch sonst. Und jetzt ist es zu duster.
Ja, es ist tatsächlich Duster. Gut, okay, in dem Fall versuche ich jetzt meinen Weg zum Bett zu finden. Es ist verflucht Duster. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwie was seht. Die Folge beginnt. Ja, die Folge endet, wie sie begonnen hat, so rum. Dann mal hier rauf. Hier weiter rauf. Kann gerade wirklich nur erahnen. Hier ist ein Bett, genau. Gut, alles klar. Dann hauen wir uns jetzt noch gerade was hinter die Binde. Geschmackloses Hundefutter. Ach Gott, besser als nichts. Eigentlich müsste man das mal an die Dings hier, an die Wölfe verfüttern. Mir ist lieber, die fressen das Zeug als uns. Das Zeug hier hätten wir eigentlich noch eine Weile essen können. Sollte vor dem Verzehr. Ah, okay. Müssen wir garen, okay. Müssen wir garen und es ist kaputt. Dem hier geht's aber gut, das sollten wir garen. Hier steht aber nichts von garen. Den müssten wir so essen können. Nicht, dass wir hier Salmonellen kriegen. Eine kleine Warnung wäre vielleicht ganz nett gewesen. Ich habe gedacht, wenn nichts dabei steht, dann wird man das ja wohl sich reinhauen können. Oh Gott. Ich stolper hier von einem Schlamassel in den nächsten. Lebensmittelvergiftung. Was wollen wir denn da machen? 10 von 10 Stunden. Wenn wir 10 Stunden geschlafen haben, dann geht's wieder. Okay. Gut, kriegen wir hin. Vier, drei, zwei, eins. So, damit ist die Dunkelheit jetzt vorüber. Und wir sind so gut wie tot. Ausgetrocknet, hungrig. Zustand 15%. Warum? Ach du Scheiße. Hä? Wie, I'm gonna bleed out? Rast übrig 10 von 10. Hä? Wir haben doch gerastet. Okay, also um das zusammenzufassen, was wir brauchen, haben wir nicht. Das ist scheiße. Sollte das hier wirklich das Ende sein? 15%. An sich geht es uns jetzt gerade einigermaßen. Achso, ja. Metalltopf, achso, ja, kann ich jetzt zerlegen, klar, was auch sonst. Wir brauchen ein Feuer, kann ich hier drin Feuer machen? Geht natürlich nicht, dafür muss ich raus. Aber ich habe ja auch kein ordentliches Behältnis, um Tee aufzubauen. Wir haben ja hier, hier liegen zwar überall irgendwelche Schalen und so weiter rum, aber die lassen sich ja nicht nutzen. Wie macht man Tee in dem Spiel hier? Weil wir haben ja sowas, ne? Haus verlassen. Nacht ist ja nur rum. 15% Zustand. Das ist ja echt. Das ist echt erbärmlich. So. Windig, aber abgesehen davon ein recht schöner Morgen. Wie sagen, mache ich jetzt hier draußen mal gerade ein Feuer. Warum ist das hier rot? Warum kann ich das hier nirgendwo platzieren? Aber bloß, es geht jetzt nicht auf Schnee oder was? Ah so, ich habe zu weit weggeguckt. Na gut, hier in der Straße geht das auf jeden Fall klar, würde ich sagen. Beschleuniger nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich will, dass das funktioniert hier. Ich will, dass das hinhaut. So. Okay. Dann schmeiße ich jetzt noch gerade hier ein bisschen Brennstoff drauf. So. Ja, Stöcke haben wir noch mehr als genug. Essen, Wasser. Wasser ist alles trinkbar, was wir haben. Kann man die Sachen von dem Prozent her wieder aufbereiten, oder was? Hier, Kräutertee. Den würde ich eigentlich gerne machen. Das haben wir. Wunderschön. Muss ich mal gerade schauen. Kann man die alten, kaputten Sachen wieder aufbereiten? Wenn ich das jetzt gare. Geht das dann? Geht das dann klar? Kann man sich das dann reinhauen?
13 Stunden Tageslicht übrig, okay. Wird aber vom Wetter her dunkler. Fällt mir gar nicht. Erste Hilfe. Das ist kein Tee. Wir brauchen hier irgendwas anderes. Weiß aber nicht was. Na gut, okay. Wir müssen jetzt erstmal gerade was trinken. Bevor wir hier noch mehr Prozente verlieren, denn das wäre langsam wirklich tödlich. So. Nächste wäre dann... Gegart. 50%. Besser als nichts. Hauen wir uns das mal gerade rein. Wenn wir uns nicht gerade die nächste Lebensmittelvergiftung einhandeln, ist doch alles gut, denke ich mal. Was? Nein, ich wollte nicht ablegen. So, schon mitnehmen hier. Schon mitnehmen. Glut. Es glüht schon nur noch. Ach, krass. Vielleicht mal noch ein paar Stöcke hier rein jetzt. Hier ist es zu windig für das Feuer. Oh, okay. Ah, großartig. Das ist zu windig. Oh Gott, das ist doch Mobbing. Na gut, 8 Minuten haben wir noch. Reicht das eventuell, um ein bisschen Kaffee zu machen? Das reicht dafür. Sehr gut, sehr gut. Aber gerade so. Oder? Hat's gereicht? Jo, gegart, das ist der Kaffee, den haben wir. Was dann mit dem Tee? Ich hatte doch vorhin auch Tee gemacht. Hier, da ist der Tee. Eine Tasse Kräutertee. 100 Kilokalorien und bringt Wasser. Trinken wir mal. War so schön. Ich habe gerade eigentlich Wasser vergeudet, wenn ich mir das so ansehe. Und die mögliche Traglast, die sinkt gerade. Die sinkt gerade rapide. Ausgebrannt. Jo, das war's. Das müssen wir jetzt erstmal wieder starten. Mitnehmen kann ich das nicht. Ja, wie machen wir jetzt weiter und nicht falsch? Wenn ich mir jetzt nochmal hinlege, verrecken wir dann? Oder haben wir es dann bald ausgestanden? Hier die 15%, die werden ja jetzt nicht mehr, ne? Und ausgelaugt sind wir auf jeden Fall. Ich hau mich mal nochmal eine Stunde hin. Wahrscheinlich der schlechteste The Long Dark Spieler unter dem Himmel. So, Speichervorgang. Immer noch 15%. Wir sind nicht weiter verreckt. Okay, das immerhin. Verbessertes Ausruhen. Der Zustand verbessert sich pro ausgeruhter Stunde stärker. Okay. Jetzt hauen wir uns mal noch 2-3 Stunden hin. Und den Rest des Tages gehen wir mal die Straße runter. Wo die Wölfe waren. Ist auch eine scheiß Idee. Eine Wolfsattacke und das war's. Das können wir eigentlich nicht riskieren. Können wir eigentlich echt nicht riskieren. Immer noch 15%, wir kommen einfach nicht bei. Vielleicht geht's ja vom Wetter her jetzt ein bisschen besser. Schauen wir mal. Na? Jo. Jo, der Wind hat aufgehört. Das ist schon mal gut. Ich meine, wir wären von da irgendwann gekommen, kann das sein? Dann wäre es ja eigentlich nur logisch, hier weiter zu laufen und auf Neues zu kommen. Beziehungsweise eventuell um den See herum zu laufen. Und somit irgendwann an die Hütten zu kommen, die da hinten waren. Das wäre vielleicht auch noch eine Option. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist Medizin. Ich schaue mal gerade noch mal ganz kurz hier unsere Tragkraft. Die lässt wieder nach. Die lässt schon wieder nach. Unsere Tragfähigkeit. Ich sehe keine Wölfe mehr. Wie lange nehme ich schon auf? Okay, Leute. Dezent geringfügige Mammutfolge. Ich würde sagen, ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mein Gott, ich habe meine Zeit doch auch nicht gestohlen. Ich muss doch noch ein paar Folgen machen. Ja, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Kerge.